Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Divinity Original Sin mit Chojin und Gedwinmod. Hi, und wir sind im Kampf. Habt ihr ja letzte Folge, haben wir einen fiesen Schnitt gemacht. Und jetzt geht's rund und wir hauen die, es sind ja nur Stufe 7 Keulenschwinger. Also hier kriegen wir auf jeden Fall ein paar Erfahrungspunkte. Ich würde sagen, wir rennen mal hier weiter lang. Das mit der Kirsche ist bestimmt so das Finale von dieser Gegend. Aber ich habe eigentlich ja noch was ganz anderes. Könnte ich ja auch mal machen. Was ist denn? Achso, das habe ich. Ja, das. Na, egal. Mehr habe ich erst mal. So, ich. Sternstaubkraut. Kravo! Natürlich. Ist mir ja klar. Wo kommt der nächste? Das ist ein gepanzert, voll gepanzerter Mörder. Und wir haben noch ein. Oh, also jetzt haben wir ganz viele. Drei Schützen haben wir da. Was sind das für Stufen? Alle gepanzert. Dann bleiben wir mal. Viel Schaden. Dann bleiben wir mal hier vorne. Scheint nicht aber nicht viel zu treffen. Nö, machst du ziemlich gut. Ui, der aber kommt der zu uns kommt, näher. Ja, aber Tschechien ist ja noch da. Ne? Und wir haben voll gepanzerter Mörder. Den werde ich einfrieren. Denke ich. Nee. Hinten ist noch ein vollgepanzerter Schütze. Ich würde sagen, ich tu den. Ah, ich komme nicht ganz ran. Okay. Ich tu den verzaubern, dass der für uns kämpft. Naja. Echt? Willst du nicht hier verschwenden? Ach. Stufe 7? Ja, meinst du nicht? Nee, du hast eigentlich recht. In Stufe 7 schaffen wir so. Okay, dann würde ich sagen, mache ich einen Silberpfeil, damit wir eine ringere Rüstung haben und töten ihn aber. Verringerte Rüstung ist drin, das ist gut. Und dann Schwerfeuer klappt nicht. Dann mache ich das hier und mach einmal den. Boom. Ja. Soll so, auch näher kommen. Probiere, was denn das so alles macht. So, sieht gut aus. Und ich probiere mal, ob ich den da hinten. Nee, den kriege ich nicht. Der ist zu weit weg. Warte mal. Nee, ich heb mal auf. Für die nächste Runde. Vielleicht kann er so schlecht. So, jetzt haben wir einen oben, einen unten. Wumm. Und dann haue ich auf den oben drauf. Nochmal? Jo. Okay, gut. So, mal schauen, was der Bogenschütze macht. Verzaubert dich, das heißt, du wirst uns jetzt angreifen. Das ist schlecht. Zwei Rügel, zwei Züge lang. Das ist ein Problem. Also der hat jetzt das gemacht, was wir eigentlich immer machen. Warum dürfen die denn unsere Dinge hier machen? Gibt's hier wohl nicht. Die können, glaube ich, alles, was wir auch können. Ist doch bei anderen Spielen jetzt. Ja. Geht's los hier? Ach du Schande. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht bei dem Ganzen. Ja, gar nicht gut. Du hättest den verzaubern sollen. Ist das so? Wie wär's denn mit so einem Eiselement, was du irgendwo hin machst? Ja, aber ich mag die jetzt hier nicht so bei mir stehen. Vielleicht teleportiere ich mal einen woanders hin. Okay. Vielleicht den. Sind beide schwach, ne? Okay. Ach, wenn es nur immer. Am besten irgendwo da hinten hin, wenn du kannst, vor die Bogen schützen. Ja. Krack, sehr schön. Gut, jetzt könnte ich noch einen einfrieren. Dann würde ich sagen, den vorderen. Genau. Den, der bei uns steht, ne? Genau. So, jetzt hoffe ich, dass Gedwin nicht durchdreht. Oh oh. Oh oh. Gar nicht gut. Einmal darf er noch. Ich könnte natürlich auch Gedwin töten, aber ich. Ich kann aber einfrieren. Wenn es geht. Ups. Eieieiei. Was macht denn jetzt? Der heilt. Heilen ist ganz schlecht. Nee, ich kann ja einfrieren. Einfrieren ist noch nicht. Bitte. Liege ich hier auf dem Boden? Was ist mit mir passiert? Ich sehe dich nur grün. Ja.
Ich sehe nur was Grünes. Niedergeschlagen. Ich bin 2 Runden lang außer Gefecht. Toll. Und ich bin verlangsamt. Und ich habe verringerte Rüstung. Das geht ja mal wieder gut los. Ah, schön. Der haut wenigstens auf ihn drauf. Juhu! Damit hat er uns schon mal gerettet. Aber ich glaube, dein Element überlebt nicht sehr lange. Das war das Element. Dafür ist Gedwin jetzt wieder auf unserer Seite. Also ich meine, die Bogenschützen hausten natürlich viel schneller um als diese gepanzerten Mörder. Aber da der so nah bei uns steht... Wo ist denn deine? So. Meiner liegt auf dem Boden für 2 Runden. Du musst jetzt 2 Runden dann lang alleine machen. Ja. Sehr gut. Schwein gehabt, das geht, wenn ich erfroren ist. Aber der wird dann gleich hinfallen. Ich hab nichts mehr. Was mache ich? Der fällt hin. Ich möchte ja eigentlich zu den Schützen dorthin. Aber der fällt hin. Dann mache ich so. Nützt ja nichts. Ist ja gut. Ist ja gut. Müssen wir dann doch erstmal heilen, ne? So, bist du wieder mit dabei, Hauke? So, ich bin wieder dabei. Du bist wahrscheinlich irgendwo geglitscht hier im Boden. Ich könnte den Eingefrorenen versuchen, hier wegzudonnern. Den ersten. Oh, ich mache aber kaum Schaden, wenn er vorne ist. Shit. So, ich könnte jetzt heilen. Das muss ich. Und dann könnte ich mich noch schützen vor physischem Schaden. Mehr kann ich nicht. Stich, Klingen und Hiebresistenz plus 50, das ist nicht schlecht. Und jetzt greife ich hier an. Habe ich alles? Ja. Zack, kritischer Treffer. Geil. Dann mache ich. Nee, halt, jetzt wollte ich sagen, dann mache ich den anderen auch noch, aber kann ich nicht. Dann bewahre ich mir lieber mal auf. Oder nee, halt, ich habe noch was. Dann kannst du vielleicht ein bisschen besser. Ja, ist ja gut. Könntest du einmal blocken oder verfehlen? Ja. Jetzt. Man muss es nur sagen, ne? Also, wenn man es nicht sagt, dann macht das, ne? Gut. Verfehlt, das ist schon mal super. Jetzt gefällt mir schon besser, das Ganze. Wumm. Zack, der nächste weg. So, was machen wir denn Nettes mit euch dahin? Ja, jetzt haben wir alle Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel auch so gelähmt hin. Ich könnte auch jemanden vereisen. Warum bin nämlich den da? Das war der, der am meisten hatte. Aber dass die ganze Wolke dabei bleibt, ist auch blöd, ne? Wie meinst du? Ich dachte, die Wolke verschwindet und diesen Noah geblitzt, aber die ganze Zeit bleiben die jetzt in der Wolke drin, ne? Wir können also gar nicht in den Nahkampf gehen. Aber dann kannst du Punkte aufsparen und versuchen, was näher ranzukommen. Mit ihm. Ich kann jetzt erstmal damit gar nichts machen mit Gedwin. Nee, deswegen meine ich, du könntest schon mal was näher rangehen versuchen. Ja, dann. Falls hier rutscht, ist er wahrscheinlich hin. Und dann würde ich Punkte aufsparen, bis die Wolke weg ist. Da ist er schon weg. Ja, das hat mich gewundert, weil eigentlich bleibt die nicht lange. Das war das, was ich meinte. Wieso ist die noch da? So. Sehr gut. Na denn, was ist das mit euch, meine Freunde? Das kann er immer zu. Ich sind immer mag. Aber haben wir doch noch ganz gut überstanden. Ich hatte schon ein bisschen Angst. Ich hatte Angst, als die da so vor uns gestanden haben, vor allen Dingen. Gott.
Ecke. Ich muss mal da erst näher ran. So, was haben wir noch? Ah, du bist niedergeschlagen, ne? Mist. Wer? Kette? Mhm. Zwei Runden lang. Was ist passiert? Du bist, glaube ich, ausgerutscht, kann das sein? Nee, Gott. Ne? Dann haben sie dich umgeworfen. Irgend sowas. Dann gehe ich mal auf Nummer sicher. Gut. Autsch. Verfehlt. Ha. Nicht schlecht. Gewandtheit muss gut sein. Zack. Jetzt sieht man mich ja kaum hier, ne? Ah, beinahe. So, und dann machen wir das und... Ah, ich finde es blöd. Na, gehst du? Kannst du? Das finde ich. Also das mit dem Teleporter hätten sie mal das machen können. Das, also, ich brauche so lange, bis ich den richtigen Punkt davon... Naja. Geil. Dafür bist du saustark. Also der Zauberer ist super stark geworden, finde ich. Ja. Ah! Was ist los? Zeit zu hämmern, ich bin ausgerutscht. Ja. Nee. Kein Problem. Eine so, Metallrüstung. 28 Rüstungswert. Noch heilen. Bom. Und schauen, was hier rumliegt. Schriftrolle der Erfrierungsimmunität. Schriftrolle des Feuerschildes. Metallrüstung, nehme ich mal. Oh, ich sehe da hinten ein Gebäude. Interessant. Das speichere ich aber erstmal. Metallrüstung will ich mal schauen, was es ist. 28, nee, Quatsch. Soll ich speichern, ne? Ja. Also man sieht jetzt auch genau den Eingang von der Kirche. Das heißt, wir müssen an diesen 8 Gegnern vorbei, die da hinten waren. Wo? Zum Kircheneingang zu kommen. Ach, da oben? Mhm, man sieht es jetzt genau. Ist jetzt hier offen gedeckt, wo der Eingang der Kirche ist, und rechts davon ist ja da die Stelle, wo wir eben gefailt sind. Aber ja, wir könnten hier nördlich in so einen Turm jetzt. Würde ich vorschlagen. Ja. Wahrscheinlich, wenn ich wieder reingehe, ist irgendeine Falle. Vielleicht lässt du mich vor, weil ich mich hier ja, mehr... Ja, ich gehe nur mal hier außen rum. Hier ist eine Tür. Tür zur Hütte des Bestatters. Echt? Bestatter? Waren wir nicht schon mal beim Bestatter? Der Bestatter, den haben wir den nicht sogar beschuldigt, dass sie ihn festnehmen sollten? Eigentlich? So. Ist verschlossen, ich habe keinen Schlüssel dafür. Kein Dietrich und nix. Ach, Dietrich wollte ich mal mitnehmen, habe ich bis jetzt noch nicht. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwo einen Dietrich habe. Typ. Du hast doch Schlossknacken. Schlossknacken hätte ich nämlich, und wir müssen mal gucken. Und du kannst das anziehen. Dietrich. Objekt identifiziert. Achso. Ja, das war ein Dolch. Den ich hier hatte. Ja, also das sieht schon mal schlecht aus, aber. Ne, da müssen wir ein paar Dietriche irgendwie besorgen. Ja, ja, ich wollte schon immer Dietriche mitnehmen, hab's immer vergessen. '41 bis '81. Kannst du mal ranmachen. Okay, da kommen wir nicht rein. Wir können natürlich mal gucken. Telrions geheime Truhe. Wo? War Telrion nicht dieser Lehrmeister gewesen von der bösen Priester? Eva Maria? Ja, der Priester, ne? Der Heiler, ja, oder was? Nicht, dass der die ganze Zeit was damit zu tun hat, und das ist wirklich seine Schülerin, und der hat das hier verbockt, den ganzen Mist. Fertig, kein Buch. Des beschworenen Kriegers? Untunkriege? Nee. Also ich sehe schon mal eine Falle. Die siehst du auch im Mitte des Raums, ne? Oh ja, da darf ich mich nicht drauflegen. Ja, aber wir haben ein Fass, das wir draufstellen könnten. Aber wir kommen ja nicht rein, ne? Nee, wir kommen nicht rein ohne irgendwelche... Oh, da ist sogar ein Schalter, siehst du das? Ein ganz großer Schalter. Das sind jede Menge interessanter Sachen, die mich interessieren. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier hin. Wir können die Tür kaputt hauen. Sollen wir das machen? Eine Stufe 10 Tür. Wie war das denn? Mit Shift? Steuerung gedrückt halten und schießen. Ah, hier, easy. Guck mal, brennt. Müssen wir nur abwarten, dass er tot brennt, oder? Ja. Oder du haust da kaputt. Geht natürlich auch.
Ja, wozu Dietriche? Rohe Gewalt. Komm, ich schieß auch nochmal. Zack. Ich habe eine andere Waffe mal genommen, die ich nicht so unbedingt brauche. So. Vorsicht, also du siehst schon, dass direkt am Eingang eine Falle genau, ist. Genau, ich gehe nicht rein. Ich könnte mich reinseppen. Aha. Indem ich... Ah, er lässt mich nicht reinseppen. Ja, das habe ich schon mal... Ja, diese Mistkerle. So dumm sind sie dann auch nicht. Das ist auch so ein komischer Nebel da drin, ne? Was ist das? Ist das Wasser? Okay, die Frage warte, ist. Warte, ich speichere mal. Ja, genau, speichere mal. Notfalls. Was passiert denn, wenn du diese Truhe verwendest? Ja, da gehe ich ja rein. Du verstehst. Sicher, dass du dann direkt reingehst? Mhm. Könnt mal schauen, ob ich die teleportieren kann. Was machst denn du? Ich wollte gerade versuchen. Ich bin reingegangen, hab's aber direkt. Also, ich habe gesagt, dass ich die Truhe draufstellen will. Dann ist er reingegangen, hat sie direkt draufgestellt. Gut, was? Aber nicht. Aber da diesen gleich vor der Tür, den Schall, den hast du auch betätigt, ne? Den habe ich betätigt, aber ich habe von draußen die Truhe bewegt mit der Maus und draufgestellt. Und wo ich losgelassen habe, die Maus, ist er reingegangen und hat direkt die Truhe dahin betätigt. Na gut. So, wir sehen, dass da oben diese Fackel irgendwelche Blitze wegschießt, oder was ist das? Ja. Wir müssen diesen Schalter irgendwie betätigen. Der da drüben ist, ne? Ja. Frage ist, kann ich mich da rüber seppen? I thought this shack would be abandoned, but it seems to be recently used. Ja, jemand ist hier gewesen. Was passiert, wenn ich diesen taktischen Rückzug darüber anwende? Zack! Ah. Ich bin die diebeskundige Megafrau. Super. Und wenn ich jetzt? Was ist jetzt? Jetzt hoffe ich, dass das was nicht mehr schießt. Doch, es schießt noch weiter. Hm. Für was ist der Schalter dann? Das weiß ich nicht. Vielleicht habe ich die eine Falle in der Truhe gelöst. Kannst du mal gucken, ob du die Truhe öffnen kannst? Verschlossen. Nee. Okay, dann schaue ich mich mal hier um. Ich kann die Sachen, die hier sind, dir ja auch geben. Brief an Telion. Telions Tagebuch. Lese ich gleich vor. Fertigkeitenbuch des Kriegers gebe ich dir gleich. Ein Kettenhelm Stufe 16, der vielleicht für dich interessant ist. 16, aber... Kettenarmschienen. Mehr aus. Leere Fiole ist gut. Leere Flaschen. Ja, aber warum? Ja, das weiß ich auch nicht. Himmels Willen muss ich den Schalter betätigen. Ja, irgendwas müssen wir damit gemacht haben, oder? Ist das so eine leere Flasche, die du brauchst zum... Ich brauche leere Fiolen, glaube ich, keine leeren Flaschen. Warte mal, da habe ich eine, die kann ich dir geben. Und ich habe auch noch was... Habe ich gedacht, das ist für dich vielleicht... Ach ja, so ein Steinpilz, ne? Ah, Steinpilze sind gut, damit mache ich Heiltränke. Dann sende ich dir das mal. So, ja. Das ist super. Breiter Schädel, Holzfigürchen. Was auch immer das macht. Also ich lese jetzt mal den Brief vor. In der Zeit kannst du dich ja ein bisschen umgucken. Ja. Also ich gebe dir erstmal das Fertigkeitenbuch des beschworenen untoten Kriegers. Das tut ein Skelett hochbeschwören und ist eine Hexenzauberei. Mhm. Falls du irgendwann mal Hexenzauber machst, also ich fände es ganz gut, wenn doch, ich habe Hexerei schon gelernt. Ah, dann kannst du es lernen. Ich habe es dir dem Jahan zugeschickt. Mhm. Also ich lese mal den Brief erstmal. An den guten Dr. Tellirion. Ihr habt meine Göttlichkeit in Abrede gestellt, aber ihr wart weise genug, nicht meine Macht in Abrede zu stellen. Ich warte gespannt auf die Ergebnisse eurer Suche. Geduld war da jedoch noch nie meine große Stärke. Ich hatte erwartet, dass es für einen so erfahrenen Forscher wie euch eine Sache von Wochen sei, Bracchus Rex ausfindig zu machen, nicht eine Sache von Monaten. Ich habe euch Blutsteine von solch starker Macht überlassen, dass es kein Problem darstellen sollte, ihn ausreichend wiederzubeleben, um ihn zu befragen. Ich hoffe, dass ich nicht es bereuen werde, euch dies anvertraut zu haben, Doktor. Gezeichnet, die Mittlerin der Göttin. Durch Blut fließt ihre Macht, durch Blut wächst ihre Pracht. Also, der Telion hat da was mit zu tun. Moment, wir müssen ihn nochmal anquatschen. Ich habe auch so einen Brief, das ist doch nicht dasselbe. Telion, schau mal bei dir. Ich schicke euch ein neues Lehrmädchen. So geht's doch nicht los, ne? Das ist neu. Okay, dann. Also ich habe einen anderen Brief aufgehoben.
Antelyrion, auch von der Mittleren, ich schicke euch ein neues Lehrmädchen. Sie ist 10-mal so mächtig wie ihr, aber der Schein kann trügen und ich will kein Aufsehen erregen. Kommt nicht vom rechten Weg ab, Doktor, oder ihr findet euch in einer sehr misslichen Lage wieder. Bracchus Rex wird aufs Neue das Licht des Tages erblicken. Ihr werdet uns so dienen, dass er der dienen kann, die größer ist als wir alle. Bezeichnet die Mittlerin. Durch Blut fließt die Macht. Durch Blut wächst die Pracht. Also der Tellurion, der hat hier ganz schön Dreck am Stecken, so wie es aussieht. Mhm. So, ich lese mal sein Tagebuch. Und wer soll der Doktor sein? Der Doktor ist der Tellurion, oder wie der da ausgesprochen wird. Kommt nicht vom Wege ab. Doktor. Das ist doch so, der unter südlich des Marktes. Also als Heile meinen sie, ne? Ja, dieser alte Mann in diesem Krankenhaus oder was der da führt. Ja, doch, das war schon, ja. Okay, 9. Aventuris. Meine Nachforschungen taumeln immer noch interessante und lang vergessene Pfade hinab. Nacht für Nacht versinke ich in esoterischen Büchern, überzeugt davon, dass mir eines davon die Lösung beschert. Das ewige Geheimnis. Wenn es gefunden werden kann, werde ich es finden. 22. Aventuris. Ein monumentaler Tag. Ich bin auf ein Buch gestoßen, das die geheimnisvolle Mythologie dieser elenden Quellenmagierkönige enthält, die Revelon fast ins Verderben gestürzt hätten. Diese Mythen, an die einst die einfältigen Bauern glaubten, wurden schon vor langer Zeit aufgegeben. Dennoch nahm ich mir vor, bei meinen Untersuchungen jeden einzelnen Stein umzudrehen. Das Buch sah aus, als ob es dieselbe Behandlung erhalten hätte wie der barbarische König Bracchus. Ausgepeitscht, verbrannt, im Wind baumelnd gelassen und hastig vergraben. In dem alten Schinken, dem Buch der Makellosen, wurde eindringlich behauptet, dass der Sternenstein, ein kleiner Kristall, mit der Essenz des Lebens getränkt werden könne, um zur Heilung von Menschen benutzt zu werden, selbst wenn sie sich am Rand des Todes befinden. Zuerst tat ich das als Aberglaube ab, doch als die Stunden voranschritten, wurde der Gedanke immer glaubhafter. Diese Steine, meistens sind es nur Bruchstücke, tauchen in mehreren Mythologien auf. Mal sind es die gefallene Tränen des Allmächtigen, mal die abgewiesenen Sterne des Kosmos. Doch sie scheinen ihren Ursprung immer in einer anderen Welt zu haben. Zum Glück war es nicht sonderlich schwierig, an einen Sternenstein zu gelangen. Ich riss ein Stück in der Länge meines Fingers von einem alten Deutsch ab, der seinen Weg über mehrere Generationen von Hashintors zu mir fand. Ich untersuchte das Bruchstück eingehend, konnte mit bloßem Auge aber keine besonderen Eigenschaften feststellen. Die Anweisungen des Buches waren eindeutig und ich befolgte sie genau. Es war kein Vergnügen, einen von Berthias panischen Hähnen die Kehle aufzuschlitzen, aber als ich danach einen Sternstein in der Hand hielt, dessen Farbe sich von einem dumpfen Blau zu einem tiefen, satten Rot änderte und der in meiner Hand zu pulsieren und zu leben schien, da verschwand das unangenehme Gefühl sofort. Blutstein. 15. Januar. Ich darf behaupten, dass mein Ruhm sich verbreitet hat. Wer sonst kann die Kranken, die Verwundeten, die Halbtoten in Minutenschnelle heilen? Wer sonst kann den Geist des Lebens in einem Körper einhauchen, der schon fast am Ende ist? Und was ist mit meinem Körper, der bereits ganz erledigt ist? Ich habe es zwar noch nicht ausprobiert, bin aber neugierig auf die wahren Kräfte des Steins. Wenn er alle Arten von Wunden heilen kann, kann er dann vielleicht auch die größte Wunde von allen heilen? Kann er den Tod rückgängig machen? Selbst jetzt, da ich dies schreibe, suchen mich ihr Rauch und ihre Gewürze heim. Malia ruft mich. Sie will heimkehren. 20. Januar. Ein merkwürdiger Gast hat sich mir angeschlossen. Die Frau behauptet, sie habe von meiner Methode gehört und dass die Botin der Göttin mir helfen könne, neue Horizonte des Heilens zu erreichen, solange ich verspreche, ihr zu dienen. Zuerst dachte ich natürlich, dass sie verrückt sei. Ich und einen falschen Propheten dienen? Wohl kaum. Doch diese Frau, die sich die Mittlerin nennt, scheint zu wissen, wie man Blutsteine auf verblüffende Weise behandelt. An ihrem ersten Abend hier nahmen sie mich um Mitternacht mit zu einem vergessenen Friedhof außerhalb der Mauern von Cecil. Ich trug die Schaufel, sie den Blutstein. Noch vor Sonnenaufgang hatte sie zu meinem Erstaunen aus einem verrotteten Skelett eine gehende Maschine gemacht. Dieses Wesen war grotesk, kaum lebendiger als in den vergangenen 100 Jahren, aber es bewegte sich. Nun frage ich mich, ob diese geheimnisvolle Fremde vielleicht den Schlüssel besitzt, den ich suche. Leben über den Tod hinaus. Dieser Gedanke hat meine Fantasie in Brand gesetzt. Ja, das scheint hier noch ein bisschen weiter zu gehen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ist halt recht wichtig, glaube ich, was hier steht.
Sie hat mir alles versprochen, was ich jemals wollte. Das heißt, das Einzige, was ich immer noch wollte. Die Mittlerin sagt, sie kenne das Geheimnis, wie man einer Leiche nicht nur Leben, sondern auch eine Seele einhaucht. Sie weiß, dass ich alles für diese Information tun würde, aber da ich mich nicht von ihrer kleinen Darbietung als Götterbotin täuschen lasse, muss ich mir das Geheimnis auf eine andere Weise verdienen. Ich habe jetzt einen ganzen Monat für die Mittlerin geschuftet und schon beträchtliche Fortschritte gemacht. Schon bald werde ich meinen Teil der Abmachung erfüllt haben und dann wird sie an der Reihe sein. 27. Vernis. Der Pfad, der zu Bracchus Rex führt, ist schrecklich, verworren und voller Teufel, einer schlimmer als der andere. Aber ich suche sie und ich lasse sie auferstehen und jede Sekunde, die ich in ihrem widerlichen, höllischen Gesicht erblicke, bringt mich ihm näher. Ich werde mit dem Quellenkönig sprechen müssen. Ich werde ihm das Geheimnis entreißen, das die Mittlerin so sehr ersehnt. Und wenn ich es ihr darreiche, wird sie mir geben, was ich begehre. 5. Vernis. Wie kann es sein, dass schon ein Jahr vergangen ist? Wie konnte ich so kurz davor sein, Bracchus Rex zu finden und doch so unglaublich weit davon entfernt? Wie lange muss Cecile die Plage der Untoten ertragen, die ich verursacht habe? Die Mittlerin hat die Geduld verloren und ihren Wachhund Eva Maria geschickt, um sicherzustellen, dass ich mein Versprechen halte. Die Dolche, die sie mit jedem Blick auf mich schleudert, werden mein Vorankommen nicht gerade beschleunigen. Ich bin ebenso versessen darauf, wie alle anderen, den Quellenkönig wieder zum Leben zu erwecken. How could that kindly doctor have gotten entangled in necromancy? Geht's noch weiter? Nee. Okay. Das war viel. Ja, das war extrem viel. Wir müssen jetzt auch aufhören. Aber echt, wie konnte dieser freundliche, nette, alte Mann sowas machen? Ja, ich hatte eigentlich... Ich hätte den... Nö. Ich habe den eigentlich nicht ansatzweise im Verdacht gehabt. Nee, noch nicht mal wirklich. Also, sehr cool. Wo Schade. Bist du überhaupt? Ah, du bist in der Stadt. Ja, sehr gut. Ja, ich habe mich mal in die Stadt gebeamt. So, also wir hatten hier noch ein bisschen was im Süden. Ich weiß nicht, ob ich alleine langrennen soll. Ah, hier ist ein Tor. Ja, das hole ich aber gerade. Wegpunkt entdeckt, ne? Genau, da kann ich ja kommen, wenn irgendwas ist. Genau. Ich hatte doch mal zwei Pickel. Okay, dann... Vielleicht brauchst du die auf, wenn du am Steinhauen bist. Denkst du? Ich hab einen mal verkauft. Nein, ist gut. Das weiß ich nicht. Zusammen? Ich glaube, das war alles. Ich glaube, wir haben die Karte jetzt komplett erforscht fast. Wir müssen nur noch die Kirche rechts oben und dann hätten wir diese Map hinter uns. Hier unten scheint es nicht weiterzugehen. Das ist Was hast du denn für einen Wegschrein? Guck mal ganz rechts, wo die Hütte des Totengräbers ist. Da ist ein Stück südlich davon. Cecile Osten heißt der. Nee, du musst mir nur sagen, wie er heißt. Cecile Osten. Okay. Ja, genau. Gut, da bin ich hier. Ja, also hier scheint nichts mehr zu sein, wenn du auf Map schaust. Du hast die Holzkiste schon ausgeräumt? Nee. Ja, achso, das weiß ich jetzt nicht. Ja, sehr wahrscheinlich. Ja, das habe ich ausgeräumt, genau. Gut, na, dann warte, jetzt muss ich mal auf die Karte kurz schauen. Also ich glaube, wir haben alles erledigt, außer das mit der Kirche. Die Hütte des Dunkel, Wunschbrunnen, genau. Nee, da hüben ist jetzt alles. Oder wie ist es da unten? Ach, das meinst du, da eine Runde müssten wir noch. Also hier im Süden, glaube ich, können wir nicht hin, da wo so grau ist. Ach so. Das ist, glaube ich, ein Gebirge, was hier drumherum geht. Und ich glaube, das haben wir entdeckt. Da sitzen zwei. Da sitzen. Ach, das ist ja schöner. Das ist hier ein schöner Endscreen. Da sitzen doch zwei Gestalten auf dem Thron. Oh, wie kommen wir da hin? Ich habe keine Ahnung. Ah, da muss da doch noch was sein. Ah, wir müssen durch dieses schreckliche Haus der Fallen durch. Siehst du das? Oh Gott. Im Süden. Ich mach mal eine Markierung kurz hin hier. Ja, mach mal eine Markierung hin. Und ich würde aber trotzdem vorschlagen, dass wir eventuell, wir überlegen es uns mal. Ich glaube, das ist doch, irgendwo da. Doch das nächste Mal wieder eine Spaltreise unternehmen. Ja, das würde ich auch sagen. Entweder das, ja, doch, das würde ich sagen. Okay. Alles klar, bis demnächst. Tschüss. Ciao, ciao.